Herzlich willkommen zurück zu Mr. Bauer Gaming und zwar mit einem weiteren Kapitel von der Geschichte, wo wir mit dem Soundtrack auf den Spuren von Don Quixote uns befinden, hier in Castilla La Mancha oder Kastilien La Mancha, wo wir gerade eben angefangen haben, die Soundtracks zu bekommen und der Vertreter von Soundtrack hat mich gebeten oder ja offenbart oder hat sich bereit erklärt oder mich gebeten, ob er heute mithelfen könnte bei der Ernte. Und zwar geht es um die Weizenernte von unserem Feld und natürlich kommt mir das nichts anderes als gelegen. Und würde einfach jetzt mal sagen, fahre ich mal den Drescher runter zum Feld, damit er dann seine Bahnen fahren kann und ich dann abfahren kann und somit ihm einen großen Gefallen tut, wenn er mir damit hilft. Und ich mache ihm einen Gefallen, denn er sagte, er hätte schon lange nicht mehr auf einem Drescher gesessen. Deswegen ist das eine Lösung für alle beide. Es ist ein bisschen heikel hier diese Ausfahrt und vor allem dann das Wenden nach der Brücke wird ziemlich eng. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Gegenverkehr kommt, ansonsten müssen wir nämlich die ganze Schlaufe fahren. Denn da es ein heckgesteuerter Drescher ist, wird es schwierig. Ich hoffe, es geht jetzt gut, es sieht gut aus, es kommt gerade kein Gegenverkehr, das heißt, ich kann hier meinen Weg nehmen und das sieht eigentlich gut aus. Das Mähwerk ist auch noch drauf. Perfekt, wunderbar. Das ist ein bisschen eine heikle Ecke hier. Habe ich rausgefunden, aber es ist ja jetzt noch mal gut gegangen. Das heißt, ja, ich bereite das vor und dann kann er anfangen hier seine Runden zu drehen und ich hole dann den Soundtrack mit dem Anhänger für das Schüttgut und dann schauen wir weiter. Ich glaube, ich bin soweit. Ich setze ihn mal an und dann kann er nämlich jetzt hier loslegen. Wunderbar. Dann viel Spaß. Dann fahre ich den runter, damit ich da bereit stehe. Wir fahren hier mal nach rum, damit ich gleich mal ein bisschen was erzählen kann hier noch. Also hier haben wir einen Hühnerstall. Da sind leider keine Hühner drin, weil ich im Moment keinen Weizen habe. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Hier haben wir ein paar Wassermelonen. Auf diese gehen wir dann im Verlaufe des Let's Plays oder der Angezockt-Serie hier noch ein bisschen näher ein. Was Wassermelonen eine oder Melonen allgemein für eine Bedeutung haben hier in Castilla La Mancha. Und wir werden uns heute ein bisschen mit Don Quixote auseinandersetzen. Ich möchte das ein bisschen abwechseln, ein bisschen Roman und ein bisschen Kultur und Informationen über die Gegend. Das möchte ich ein bisschen abwechseln, damit es nicht zu monoton ist für einige, die vielleicht mit diesem Roman nicht viel anfangen können, aber interessiert sind, die Gegend kulturell kennenzulernen. Wunderbar. Das heißt, ich bin jetzt auch schon da. Ich muss jetzt warten, bis er dann mehr oder weniger voll ist. Also, der Don Quixote ist ja ein Buch von einem Schriftsteller aus dem späten Mittelalter. Dieser Schriftsteller heißt
Miguel de Cervantes hat das erste Buch von Don Quixote im Jahre 1605 herausgebracht. 1605, das ist doch mal eine Hausnummer. Aber worum geht es eigentlich in diesem Roman? Seit 400 Jahren behauptet sich ein fahrender Ritter in der Weltliteratur, der eigentlich gar keiner ist. Don Quixote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt, besteht Abenteuer, wo es nichts zu bestehen gibt. Er hält Windmühlen für Giganten, Hammelhärten für feindliche Armeen, Weinschläuche für Riesen, Herbergen für Schlösser und ein einfaches Bauernmädchen für seine vornehme Herrin. Don Quixote ist ein Opfer seiner Literatursucht, seiner übersteigenden Lesefreude an Ritterromanen. Jedes Kind kennt zumindest eine der zahlreichen Episoden, der Kampf gegen Windmühlenflügel, ist zum Sprichwort geworden. Doch was macht aus dem vermeintlich närrischen, immerhin über 1000 Seiten fassenden Roman nicht nur ein Meisterwerk der spanischen Literatur, sondern sogar den besten Roman der Welt, wie das Osloer Nobelinstitut im Jahre 2002 bescheinigte. Es sind die meisterlich miteinander verknüpften Erzählebenen, die zwischen den Zeilen vermittelnde Weisheit, die parodistische Treffsicherheit und das riesige Figuren- und Themeninventar, die Cervantes Werk zum Universalroman im besten Sinne machen. Don Quixote wird von allen fantasiebegabten Menschen geliebt, die sich in die Welt der Bücher oder Filme hineinträumen und gleichzeitig, wie närrisch diese Weltflucht sein kann. Ja, wir als, sagen wir mal, Narren des Landwirtschaftssimulators hoffen nicht, dass wir dann ein solches Ende nehmen oder jemand einen Roman über uns schreibt, der dann so endet wie der Don Quixote in seinem Roman von Cervantes. So, das war mal so einen kleinen Einblick. Wir sind hier gerade beim Abfahren. Ich muss ja dann nicht gleich hier um die Kurve fahren. Jetzt weiß ich nicht, ob er wartet. Nee, der wartet nicht. Der macht weiter. Muss ich mithalten hier? Okay, dann warte ich wieder ab. Ich bin jetzt zu 63% voll. Ich glaube, ich bringe das mal weg, weil ich glaube, diese Steigung hat es in sich. Deswegen will ich da nichts darauf ankommen lassen, dass ich dann nicht hochkomme, wenn ich voll bin hier. Deswegen fahre ich das mal weg. Bring das in die Mühle, damit die Mühle nicht nur eine dekorative Funktion hat, sondern auch tatsächlich etwas erarbeitet. Die zweite Ladung geht dann A zu den Hühnern und zweitens dann ins Silo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Syntrack die Leistung herkriegt, hier 13 Tonnen hochzuziehen. Aber bis jetzt scheint das ohne größeres Problem zu schaffen. Aber ist natürlich in voller Motorenauslastung. Okay, so, dann haben wir mal eine Ladung hierher gebracht. Dann fahren wir wieder runter. Der hat nämlich auch schon wieder 30% voll. Also dieser Syntrack ist extrem flink. Sehr wendig, stabil auf der Straße. Also ist schon ein sehr gutes Gefährt bis jetzt. Gut, ich habe es natürlich erstmal. Das ist der erste Eindruck, ne? Also ist ja jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin ein Experte damit. Ich hätte dann schon jetzt viel Erfahrung damit. Nein, ich habe es gerade bekommen, aber das erste Gefühl so ist wirklich, wie wendig der ist. Kräftig. Eine Raubkatze fast. So, 46%.
Warten wir mal. An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tarte und einen hageren Gaul und einen Windhund zum Jagen haben. Eine Schüssel Suppe mit etwas mehr Kuh als Hammelfleisch darin, die meisten Abende Fleischkuchen aus dem Überbleibsel vom Mittag, jämmerliche Knochenreste am Samstag, Linsen am Freitag und ein Täubchen als Zugabe am Sonntag. Das verzehrt der volle Dreiviertel seines Einkommens. Der Rest ging drauf für ein Wams aus Plüsch, Hosen von Samt für die Feiertage mit zugehörigen Pantoffeln vom selben Stoff. Und die Wochentage schätzte er sich zu Ehre, ein einheimisches Bauerntuch zu tragen, aber vom Feinsten. So, das sind die Anfangssätze von diesem Riesenroman, der im ersten Buch 53 Kapitel hat und das zweite Buch noch 73 Kapitel obendrauf. Und damit hat er auch sein Werk schon vollbracht. Das ging ja super schnell. Der ist da ziemlich flink unterwegs und hat das auch gut eingeteilt. Hat auch sehr effizient gearbeitet. So, gut gemacht. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Okay, so, dann bringe ich das auch noch hoch und dann muss ich mir was überlegen wegen dem O, was hier liegt. Das könnte man ja auch brauchen, auch wenn ich es jetzt gerade im Moment noch nicht nutzen kann. Ich habe ja nur Hühner, aber nicht desto trotz könnte doch das von Nutzen sein. Frage ist, ob ich das Ballen als Ballen wickeln soll oder ob ich das so ins Silo reinmachen soll. Gute Frage. Ich glaube, ich würde dann sagen, dass ich Ballen wickeln werde. Dann nimmt das nicht Platz im Silo weg und ist auch ein bisschen einfacher zum Transportieren, nicht so aufwendig. Ne? Gut, die Arbeit, um Ballen zu machen, ist halt einfach dann aufwendiger. Aber jetzt füttern wir erstmal die Hühner und dann kaufen wir uns ein paar Hühner, damit wir ein bisschen Eier haben, so dass wir auch die entsprechende Küche hier weiter, die Tradition der Küche hier weiterführen können. Auch wenn es hier noch leider keine Schafmilch gibt in diesem Spiel, wäre sehr schön, weil dann könnte man tatsächlich das zweite Exportprodukt hier aus der Mancha auch erfolgreich herstellen. Und zwar ist das der Manchego-Käse. So. Ich weiß, dass dieser Anhänger da nicht unter das Dach passt. Deswegen muss ich hier das so überfrühen. Es sei denn, ich kaufe mir doch einen kleineren Anhänger. Das ist auch noch in der Luft, das weiß ich noch nicht. Der ist vielleicht gerade noch ein bisschen groß. Brauche nicht so einen riesen Anhänger. Ich glaube, da habe ich mich vertan. Aber werden wir dann sehen. Okay, dann haben wir schon eine Ladung mal drin. Ich glaube, da passen circa 3 Ladungen rein. Und dann machen wir das voll, stellen das dahin. ₹750 sind genau drin. Wunderbar. Okay. Dann mache ich folgendes, dann mache ich die noch voll und stelle die gleich nebenan. Dann stelle ich den nebenan hier. Ich könnte den auch drunter stellen, damit es nicht so, wenn es Regen kommt, was ja hier selten passiert, nicht gleich matsch wird. Okay, stellen wir mal hin. Das steht gut. Da haben wir auch. So, kaufen wir uns ein paar Hühner. 80 Stück passen rein. Da würde ich doch sagen, dann nehme ich mal 40, 38 und 2 Hähne. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Hühner, die dann hier wahrscheinlich auf dem Hof rumeiern. Ne, die sind hier drin. Okay, Tageslicht haben sie.
Das ist in Ordnung. Ja, da kommt ein bisschen Leben auf in diesem, auf diesem Hof hier. Dann stellen wir das noch weg. Bringen wir das noch weg zum Silo. Soll ich diesen Anhänger behalten oder soll ich einen anderen holen? Behalte ihn jetzt mal. Weil ich wollte eigentlich einen Anhänger haben, der so, der auch Trauben aufnimmt. Nicht, dass ich da separate Anhänger brauche. Das ist das, was ich wollte, aber das ist nicht der Fall hier. So, den lassen wir stehen. Holen wir den Drescher zurück. Und dann muss ich mich entscheiden, was ich mit dem Stroh mache. Ich glaube, ich werde dann tatsächlich einen Wickler holen, eine Presse. Und wenn wir schon runterfahren, könnte ich gucken, ob wir nicht auch einen anderen Anhänger finden. Weil morgen geht es in die Trauben. Das heißt, ich muss da bereit sein. So. Das war jetzt eine Geburt. Das ist nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Die sind so unlogisch, diese Anhänger. Ja, das war auch schon fast der Einsatz für diesen Drescher. Der kommt dann noch einmal zum Einsatz. Ich überlege mir, ob ich den nicht verkaufen soll. Weil so oft brauche ich den nicht. Der rentiert sich nicht. Oder ich finde Aufträge. Ich kann für andere Farmer kann ich Aufträge machen, ernten, so dass der im Dauereinsatz ist. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Muss ich mir noch überlegen. Ich werde natürlich jetzt noch warten, bis die Ernte vorbei ist für die Sojabohnen, damit ich da jetzt nicht dann noch einen mieten muss, wenn ich schon einen habe. Aber fürs nächste Jahr könnte er tatsächlich dann weggehen. Ich hole eine Ballenpresse. Das habe ich jetzt entschieden. Da wir vorhin den Startsatz oder die Startsätze des Quixote gehört haben, des ersten Kapitels, möchte ich den einfach mal kurz zusammenfassen. In einer Hochebene Spaniens, die La Mancha heißt, lebt ein ältlicher und auch ein wenig ärmlicher Landjunker namens Alonso Quijano. Seine größte Freude ist seine ausgesuchte Bibliothek, die mit den besten Ritterromanen bestückt ist. Ganze Nächte hindurch liest der Edelmann diese Abenteuergeschichten. Mit seinen Freunden, dem Pfarrer und dem Barbier, diskutiert er, welcher der beste von allen Rittern sei. Irgendwann, nachdem ihm seine ganzen Bücher das Hirn aufgeweicht haben, verfällt der Junke auf die seltsame Idee, selbst ein fahrender Ritter zu werden, durch die Lande zu reiten und für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. Freilich gibt es offiziell gar keine Ritter mehr, dennoch, er sucht in seinem Schuppen nach der alten, von Rost zerfressenen und von Schimmel überzogenen Rüstung seines Urgroßvaters und bastelt sich einen Helm mit Pappvisier. Seinen klapprigen Gaul Rosinante zäumt er zum Schlachtross auf. Sich selbst nennt er Don Quixote von der Mancha. Ja, bis dahin ist im Prinzip noch nicht wirklich viel passiert. Wir werden natürlich im Verlauf dieses ganzen Let's Plays immer wieder darauf eingehen, abwechselnd mit natürlich Fakten aus der Region. Und ja. Dann suche ich mir mal eine Presse aus. Mal gucken, was hier vorhanden ist. Okay, nach langem Hin und Her und langem Suchen habe ich endlich gefunden, was ich will. Ich wollte eigentlich unter 100.000 bleiben. Ich wollte jedoch nicht eine Riesenballenpresse kaufen, weil es bringt mir auch nichts, weil ich habe nicht so große Felder. Ich wollte auch keine Rundballenpresse und ja, das ist dann das, was geblieben ist. Also das wird es jetzt sein und das ist halt dann auch ein bisschen schmerzhaft. 100.000 Euro sind jetzt wieder weg. Hätte vielleicht auch überlegen können, mir den erstmal zu leihen, aber ja, jetzt ist er gekauft und
Es ging mir natürlich auch ein bisschen darum, die Farboptionen zu haben und damit wir da ein bisschen in diesem Farbschema bleiben können. Ja, wir haben das letzte Mal ein bisschen darüber gesprochen, über die Wichtigkeit von des Weinanbaus hier. Kann sich noch jemand erinnern, wie groß die Fläche ist, die bebaut ist mit Weinreben hier? Okay, so, das lassen wir. Da sind wir auch schon durch hier mit diesem einen Wagen voll. Das heißt, ich muss den hochfahren, ausladen, runterfahren und da mache ich jetzt einfach weiter. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Kapitel. Da geht es dann mit großer Wahrscheinlichkeit an die Weinlese und würden dann etwas über die Region noch eingehender erfahren. Welche sind die wichtigen Früchte in dieser Gegend? Welche Art von Landwirtschaft wird hier betrieben? Außer dem Weinbau natürlich. Das werden wir uns im nächsten Kapitel ansehen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Kapitel gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne dein Däumchen da. Falls du keine weiteren Kapitel oder auch keine anderen Inhalte auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir dein kostenfreies Abo ab. Dann würde ich sagen, sei gespannt auf das nächste Kapitel oder auf die Mod-Vorstellung von morgen. Ich bedanke mich und sage danke, tschüss und hasta luego.